ich schon wieder. Und Haare sind auch wieder am Start. Katzenhaare. So, ich nehme die Brille noch mal kurz ab, weil das reflektiert schon wieder so. Aber ich werde diese Brille heute brauchen, weil ich... Also, jetzt habe ich aber voll den Schwung hier irgendwie abgekriegt, ne? Gibt's doch gar nicht. Eben war noch alles in besserer Ordnung. So, tada! Beauty Bay Palette. Ich muss doch mal Licht anmachen, sonst habe ich wieder das Problem mit diesem hell und dunkel werden. Na, wo bist du, Knopf? Da. Ja, so können wir das, glaube ich, lassen. Dann ist das nicht so. Ja, so ist besser. Beauty Bay bestellt. Diese fette Palette möchte ich heute swatchen. Die Bright Palette, 42 Farben erwarten mich. Ein riesiger Spiegel. Ja, und den werde ich mal so ein bisschen abdecken, damit das hier auch nicht alles so rumstört. Die Folie nehme ich auch schon mal ab. So. Tada, 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 tada. Ist das nicht ein geiles Ding? Ich freue mich. Und alle werden jetzt geswatcht. Ich hoffe, ich habe genug Platz an meinem Körper, beziehungsweise an meinen Armen. Hals habe ich ja auch noch frei, sehe ich, ne? Also das kriegen wir schon irgendwie gemeinsam hin. Ja, ich freue mich. Ich freue mich drauf. Ich hatte ja noch die 16er Bright Palette bestellt und noch zwei, waren das neun? Ich glaube zwei Neuner. Matt und einmal matte, einmal etwas grellere Farben. Ja, das ein oder andere spiegelt sich natürlich in der großen wieder. Deswegen wird die ein oder andere Palette in eine Verlosung gehen. Ja. Die hat diese tollen Farben, aber die sind hier natürlich in der großen auch vertreten. Oh, ich sehe gerade, das war ja hoffentlich ich, dass hier ein Fännchen beschädigt ist. Und zwar ein Amethyst-Lila-Fännchen. Ja, hier ist nichts dran, da ist alles mit in Ordnung. Wie gesagt, das geht mal in eine Verlosung. No? Goodie. So, jetzt muss ich leider die Brille aufsetzen, weil ich euch die Namen dazu sagen möchte. Ja, fangen wir mal an. Wir haben White Lies. Wir haben Angel Cake. Wir haben Bear Negacity. Preppy Pecan. Oh Gott, das war Englisch Platinum. Ist mein Englisch wieder gefordert. So, ich fange jetzt mal hier oben an. Ich schmiere das erstmal so hier ab und dann zeige ich euch das. Es ist jetzt praktisch fast die ganze obere Reihe. Mein dicken Arm hier, ne? Ach, guck mal, jetzt ist das Licht schon wieder so doof, ne? Ich mache noch mal ein heller. Ich probiere das jetzt einfach mit euch zusammen aus, ob das daran liegt. So. Nein, es stellt sich schon wieder dunkler. Dann geht es weiter mit Treat. Jetzt wird es dunkel. Mit Illigit. Ach, das ist auch so ein bisschen verschwommen. Das tut mir leid. Irgendwas mit Illigit. Ja. Das wäre dann praktisch die obere. Wir machen mal Reihe für Reihe. Die obere Reihe wäre das. Von dem hellen Ton bis in diesen schönen dunklen. Tada! So, dann gehen wir weiter in die rosane Sparte. Da haben wir, oh Gott, ich glaube, ich lasse es mit den Namen. Candio Candy Floss.
Ich finde die Namen halt aber auch immer so witzig, deswegen Tutu oder Toto ist ein Pink Sweet Escape. Ist so ein Schimmerton. Also wir haben beides. Wir haben matte und Schimmertöne drin. Tutti Frutti und Flamingo. Oh, der interessiert mich auch sehr. So, dann geht das hier weiter. Die rosane Spalte. Wow. Oh, ist das schön. Das ist ja genau wieder mein Ding, ne? Ja. Und zwei Matte sind noch in der Reihe. Ich habe hier immer meinen Lappen, weil man das ja ein bisschen abwischen muss, sonst verfälscht sich das ja, ne? Nochmal ein tolles Pink. Make them wink und Dragon Fruit. Geil. Leute, und ich gehe ganz leicht nur mit meinen Fingerchen da rein. Könnte man fast so lassen, ne? Ist wieder sehr interessant, was sich da so ereignet. Das war jetzt diese Reihe. Jetzt gehe ich in diese rötlich-gelbe Reihe. Da haben wir Just Peachy. Ja, das passt noch. So, den Daumen. Den Daumen darf ich nicht vergessen. Tangerine Dream. Orange Soda, auch wieder ein Schimmerton. Heat Wave. Chariot. Die Rot-Orange-Gelbtöne. Ah, ist das schön. Ich hätte vielleicht die Uhr abnehmen sollen, ne? Ich nehme mal die Uhr ab, dann haben wir da auch noch Platz für das wirklich Wichtige, was heute hier passiert. Jetzt habe ich die natürlich eingeschmiert, ist klar. Ich und Farben, ne? Wenn ich zu Hause streiche oder so, dann ist das grundsätzlich so, ich stelle mir den Eimer hin, ich mache soweit alles fertig und dann, ja, bevor ich auch nur einen Pinselstrich an der Wand habe oder wo auch immer, auf dem Möbelstück, was ich gerade in meinem Kopf vorhabe zu streichen, habe ich die Farbe überall. Der Topf kann fast noch zu sein, übertrieben gesprochen, und ich habe die Farbe überall. Und genauso ist es jetzt auch hier. So, mir fehlt jetzt noch Hot Stuff aus der roten Reihe und Head Over Heels. Das kann ich jetzt auf einmal besser lesen. Die habe ich jetzt hier in die Mitte getan. Das sieht komisch aus, ne? Weil mein Knochen da. Da ist. So, ich verreibe das mal ein bisschen. Das ist schöner. Ein Arm haben wir schon mal voll. Aber ich merke, wir haben jetzt schon die Hälfte, also wird der andere Arm genau reichen dafür. Ich nehme jetzt auch mal natürlich dann die andere Hand. Ja, ich habe hier so ein nasses Mikrofasertuch, also. Es geht nicht ganz ab, spricht ja für eine gute Pigmentierung, ne? Aber wie man sieht, kann man da auch nicht meckern. Wie geht's euch? Alles gut in Entenhausen? Ich hoffe doch. So, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, ne? Wie es euch so geht, was ihr so macht, wie ihr das so findet, was ich hier so mache, wie ihr die Palette vor allen Dingen findet, welche Farben, welche Farbreihe gefällt euch am besten. Haut alles raus. Rise and Shine geht's weiter. Goldton. Bumblebee, cool. Ist auch so ein Schimmernder. Hello Sunshine. Frosted Line. Also wir gehen jetzt ins Grün über und Granny Smith. Granny Smith ist doch ein Apfel, oder? Jetzt habe ich die falsche Hand genommen. Weil, wie soll ich mir das jetzt hier swatchen, ne? Okay, durch das Gelaber wieder. Dann mache ich das jetzt am Hals. So. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ich habe jetzt keinen Spiegel. Fünf. Ja, gelb-grün. Sieht so aus.
Zwei fehlen noch, zwei dunklere Grüntöne, und zwar Oasis und Labyrinth. So, da habe ich jetzt die richtige Hand genommen. Oasis und Labyrinth. Praktisch gehört das zusammen zu der Reihe. Grün-Gelb, fantastisch, oder? Ach, ich liebe es jetzt schon. Ich liebe es jetzt schon. Okay, und die kriege ich wirklich kaum ab vom Finger. Hätte ich mir mal doch so ein Abschminktuch dabei legen sollen, aber dass die so färben, hätte ich jetzt nicht vermutet. Dann gehen wir weiter. Zeigen wollte ich euch die Reihe natürlich auch nochmal, ne? Das war diese Reihe hier. Jetzt gehen wir in diese Reihe, in die Blautöne. Da haben wir Daydream, Lagoon, Paradise, Splash, Riviera. Hammer, Hammer. Also die Blautöne sind der Hammer. Oh, also die hauen mich ja jetzt schon vom Hocker, ne? Einer passt hier noch. Die hauen mich ja wohl jetzt schon vom Hocker. Die sind toll, ne? Zwei fehlen ja noch. Also die blaue Reihe, die haut mich bis jetzt. Naja, Pink auch. Rot-Gelb eigentlich auch. Die grün-gelbe Reihe. Ja, doch. Ach, eigentlich alle. So, dann fehlt mir noch Saphir, so ein lila Ton, und Stormy Night, dunkelblau. Wow. Super schön. Super, super, super schön. Mal alles sauber machen, ne? Mit meinem tollen weißen, kommt immer gut, frisch gewaschenen Abschminklappen, hätte ich fast gesagt. Das ist kein Lappen, das ist so schön weich und ganz toll. Gibt es für 1 Euro. Ich liebe diese Dinger zum Abschminken. So, sind wir schon bei der letzten Reihe angekommen. Da seht ihr, ich weiß nicht, ich war das wahrscheinlich mit meinen Krallen, dass ich da reingeraten bin, ist jetzt nicht so schön. Diese Reihe hatten wir eben, diese wunderschönen Blautöne. Guckt euch das mal an, wie das strahlt. Ja, und jetzt sind wir in der Tat schon bei der letzten Reihe, bei den lila Tönen angekommen. Fairy Tale ist wieder ein Schimmerton. Sugar Plum. Wisteria, Spontaneous, spontan, irgendwas mit spontan, Modern Way, Spontaneous. Ja, jetzt habe ich die durch die Tattoos, also so haben wir erstmal die lila Töne. Ich mache die einfach mal hier neben, die blauen. Man erkennt ja nun mal den Unterschied, ne? Also auch die hellen Töne, guckt euch das mal an. Also schöner als jeder Tuschkasten, ne? Auch die hellen Töne. Meine Kamera ist dafür jetzt wieder nicht so bestens ausgereift, aber dieser helle Ton hier, Modern Way war das. Nee, Fairy Tale muss das gewesen. Daumen ist Fairy Tale, genau, eben ein Schimmerton, dieser hier. Der ist super schön. Ich finde, der passt auch toll zu diesen Blautönen. Ja, und dann bleiben noch nur noch zwei. Und dann haben wir es überstanden. Im positiven Sinne, denke ich mal, ne? Amethyst und Drama Queen. Na. Also hier ist ja wirklich alles dabei, ne? Da hatte ich jetzt, das ist Drama Queen, Amethyst nehmen wir dann zuerst. Amethyst. Drama Queen ist ein ganz dunkles Lila. Hier wirkt es jetzt so ein bisschen rötlich-braun, komischerweise in der Kamera. Aber hier ist es wirklich
Lila. Ja, merkwürdig, ne? Aber ich kann euch sagen, das ist auf jeden Fall, und der ist ja wohl auch der Knaller, ne? Amethyst. Amethyst ist dieser hier und das war dieser Drama Queen, der jetzt irgendwie in der Kamera auf meinem Arm ein bisschen rötlich-braun wirkt. Aber hier, ne, auch den Schimmer und so weiter und die blauen. Super, super schön. Also wirklich, kann ich nicht anders sagen. Frankenstein lässt grüßen. Am Hals hatten wir ja auch noch ein bisschen was, ne? Ja, Leute, also ich bin super begeistert von dieser tollen Palette. Da kann ich mich richtig austoben und mir wird nie die Idee, nie die Farbe ausgehen. 42 Stück Beauty Bay. Ja, ich bin total begeistert. Und wie gesagt, die ein oder andere etwas kleinere Palette habe ich noch in der Verlosung, also noch nicht, weil ich würde schon gerne so die 75, ja, so bei 75 könnte ich mir vorstellen, haue ich mal meine erste Verlosung raus, weil ich warte deswegen damit so ein bisschen, weil ich natürlich auch möchte, dass da eine Menge mitmachen. Also wenn ich jetzt nur zwei Abonnenten hätte, gut, könnte ich auch eine Verlosung machen, 50-50 Chance. Aber ich finde, so ist es ein bisschen spannender. Deswegen möchte ich noch ein bisschen warten, in der Hoffnung, ja, dass noch ein paar dazukommen. Funktioniert natürlich nur, wenn man ja, mir Watchtime gibt, mir ein Abo dalässt. Sowieso ganz wichtig, ist auch kostenlos, bricht sich keiner was ab. Ja, das war jetzt irgendwie doof, aber egal, gesagt ist gesagt, ne? Ich schneide ja nicht, nur wenn es irgendwie Not tut. Ich bin auch noch in meiner Zeit-Challenge drin, zum Glück. Und jetzt habe ich mich wieder selber rausgebracht, das kann ich auch gut. Nein, hier Däumchen nach oben und dieses typische, ne? Werbegequatsche. Macht, was ihr wollt, macht, was ihr denkt. Wenn ihr Bock drauf habt, von mir noch weiter was zu sehen, wie ich immer so schön sage, dann supportet mich einfach. Und dann ist alles gut und dann mache ich weiter. Ja, genau. Das war's eigentlich. Jetzt bin ich schön bunt. Kaffee ist schon wieder kalt. Ja, Horn steht, Ohren auch. Alles wunderbar. Und ich kann mich schon wieder nicht trennen, aber was soll ich jetzt noch rumlabern? Ja, in dem Sinne, ne? Macht euch einen schönen Tag und grüßt mir die Sonne, wenn sie da ist und nicht uns so arg mit 40 Grad ärgert. Wetter ist ja auch immer ein Thema, wenn man nicht mehr weiß, was man quatschen soll, aber sich nicht trennen kann. Ne? Nein, ich bin sehr froh, aber auch wieder sehr erstaunt, dass meine Katzen mich heute nicht gestört haben. Wird langsam ein bisschen auffällig und langweilig. Ich glaube, beim nächsten Video werde ich sie mal ein bisschen wieder mit ins Boot holen. Weil irgendwie fehlt mir das ja, ne? So dieses Schimpfen mal oder so machen. Das irgendwie ohne geht es dann auch nicht. In dem Sinne, macht's gut. Esst was Schönes, ne? Essen ist immer wichtig. Ich darf ja jetzt auch endlich wieder. Und ciao, ciao. Macht's gut.